Howdy, welcome to Barbecue Links. Jo, weiter geht's. Teil 2 von der Räuchersache. Hängt hier drinnen. Und ich zeige euch erst einmal, was gerade drinnen hängt. Dritter Räuchergang. Und dann zeige ich euch, was zwischen Teil 1 und dem Teil hier passiert ist. Vorab erst nochmal ganz kurz danke an Isawa. Beim letzten Video und in den Kommentaren hat männliche, weibliche Vorname, mich aufmerksam gemacht, dass ich da falsch informiert, nicht genug recherchiert hatte, dass der Rotwein, der Whisky, durch das bisschen Aufkochen der Alkohol nicht rausgeht. Ich habe dann natürlich logischerweise recherchiert, also mich schlau gemacht. Das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Das werde ich irgendwann anders mal erklären, was ich da zusammengelesen habe, wie das sich verhält, wann Alkohol verdunstet. Jo, also los geht's. Schauen wir mal in den Räucherofen rein. So hat sich bei mir jetzt ergeben, dass das für mich die beste Art ist, den Sparbrand anzuzünden, ja, weil der geht ja manchmal aus. Man braucht halt ein gescheit Glutnest am Anfang. Ja, einfach schräg gestellt. Das langt, wenn das C 20 Sekunden auf eine Stelle gerichtet ist, die Flamme. Von dem Gasbrenner da. Außerdem das Edelstahl wird auch noch mit heiß, tut fast glühen und dementsprechend zündet es ganz gut. Passt. Ab in den Räucherofen. Ja, ihr seht, neue Räucherofen ist da. Hier unten habe ich in die Feuerschale 60 Watt Glühbirne gerade aus dem Bauhaus so Fassung geholt. Und da habe ich jetzt so 2 Sparbrände drin. Ja, ich hatte es eben schon mal aufgehabt kurz, deswegen ist natürlich jetzt nicht alles voller Qualm. Hier hängen die guten Teile. Ich hole gerade mal hier so ein Rotweinchen raus. Ja, also der ist kohlrabenschwarz. Ich habe ihn heute Morgen schon mal angeschnitten und mal probiert. Klar, ist noch nicht fertig. Jo, warum habe ich da ohne Lampe drin? Wir haben heute Nacht 0 Grad gehabt draußen, Außentemperatur. Und klar, der ist isoliert, trotzdem nachts, der kühlt ab. Und dann kriege ich beim Anstecken keinen gescheiten Zug hier. Also hier Glühbirne neu, passt von heute Morgen 4 Grad Innenraumtemperatur. Sind wir jetzt beim Räuchern bei so 16 Grad. Durch die Glühbirne und durch die 2 Sparbrände. So, und jetzt geht's in die Küche wieder, zurückgespult, was passiert ist zwischen letzter Woche und dem Video. Vom letzten Video hier die Schweinefilet in grün wie Whisky, blau wie Bier, hier vakuumiert in Wälder, wo ich gezeigt habe. Ja, also der hat gehalten die ganze Dauer. Ihr seht, da lebt nichts raus. Hört man, ist Flüssigkeit drin, aber Behälter vakuumieren in einem Vakuumbeutel. Hier haben wir die Schweinefiletköpfe mit den Kräutern trocken mariniert. Hier 2 Kilo Wildschweinkeule. Die sind jetzt wie lange drin? 10 Tage, genau. Nachgepökelt, hier sieht man es. Fettelfte. Heute haben wir den 13. Also 9 Tage. Naja, egal welcher Armtag. Sind ja sehr flach, pro Zentimeter in da sehe ich mir, werden wir sehen. So, und hier sind sie trocken gepökelt und hier sind nass gepökelt. Die Schweinefiletköpfe, die waren jetzt 5 Tage gepökelt. So, hier haben wir jetzt die Schweineschinken, die Wildschweinschinken. Jo, nein, ich tue sie nicht wässern. Ja, ist ja Blödsinn hier, erst Salz neu zu machen und das Salz dann wieder rauszuwäschen. Das ist die A-Geschichte. Die andere Geschichte ist, ihr zieht natürlich auch die Gewürze mit raus. Und die dritte Geschichte ist, was in C-Fetze dann auch neu geht ins Fleisch an Salz. Ne? Das kann man eben in 1-2 Stunden nicht wieder rausziehen komplett. Also was passiert, man zieht von außen die äußerste Schicht, je nachdem was für Temperatur das Wasser hat. Und wie lange er wässert und wie oft er wässert, 2-3 Stunden hier, wird dir jede Menge Blödsinn erzählt. Ja, dann sieht er von der ersten 1-2-3 Zentimeter, keine Ahnung, von außen
die Gewürze und das Salz wieder raus und dann beim Durchbrennen, dann tut nicht das Salz und die Gewürze bis in den Kern neu ziehen, sondern da zieht gerade aus dem Kern wieder, klar, Ausgleich, Salzgehalt, das Zeug wieder raus. Also ich habe das jetzt nur aus filmischen Gründen. Jetzt sind wir da drinnen, das sind noch gerade 2 Minuten her. Ja, das wird einfach hier schön abgewäscht. Warum fließend Wasser nehmen? Hier haben wir gleich die Seihe. Ja, da kriege ich doch die Gewürze viel besser ab. Ja, hauptsache die groben Brocken. Ich will ja nicht das ganze Gewürz abhaben. So, und dann kommt das hier neu. Ja, also logisch, es gibt das mit dem Wässern. Das wird aber dann gemacht, wenn das Fleisch vorher übersalzen wurde. Ja, weil im Großen und Ganzen gibt es ja nicht so arsch viel Ader zu pökeln. Ja. So, und neu mit. Also entweder man tut Trockenpökler, man tut Nasspökler, man tut Spritze oder man tut es übersalzen. Dann tut man es komplett in Salz neu und dann muss man natürlich auch wieder Salz rausholen. Aber nicht beim normalen Nass- oder beim normalen Trockenpökeln. Da sollte man sich vorher, habe ich im letzten Video gezeigt, wie es geht, sich Gedanken machen, wie salzig soll anschließend mein Schinken sein. Und die Konzentration nehme ich halt danach für die Trockenpökellage bzw. die Doppelkonzentration für die Nasspökellage vorausgesetzt. Ich habe darauf geachtet, dass Volumen Salzlage, Flüssiglage, Pökellage und Volumen, sprich Kilo Fleisch, miteinander stimmen. Okay, weiter geht's. Hier lehnen Sie jetzt die edlen Teile, geschüttelt, nicht gerührt. Ach Quatsch, wir sind nicht bei James Bond. Gewaschen, nicht gewässert, wollte ich sagen. Jo, eindeutig, ich glaube, das braucht man nicht sagen. Das ist der Rotwein. Ne? Ich habe das immer am Rand beschriftet, damit ich es auch auseinanderhalten kann. Aber bei dem Rotwein eigentlich, Schweinefleischköpfe, braucht man sich keine Gedanken machen. Sieht man, hier vorne rechts Whisky, Bier und Kräuter. Jo, schön mit nach dem Abwäsche. Schön mit Zewa, halbe Rolle gebraucht, egal. Schön trocken getupft und die werden jetzt jo, in so ein Schinkennetz neu. Zeige ich euch gleich. So, zum Filet in das Schinkennetz neu zu bekommen, habe ich hier meinen Rollfix. Den habt ihr ja im früheren Video schon mal gesehen. Hier habe ich dann so mal gekauft. Man sieht es hoffentlich bei dem Licht. Kaliber 12 ist das. Ja, bedeutet 12 Maschen. Ja, und wie viele Zentimeter das im Durchmesser sind, müsst ihr selber mal googeln, habe ich jetzt dann im Kopf. Jupp. Und dann kommt hier das Filet neu. Ja, passt schön bequem neu. Könnte auch ein bisschen Press sein, ist egal. Der Strumpf ist ja Press. Ja, der zieht sich schön zusammen. So, ein bisschen Luft lassen und dann kommt das Ding hier. Du kannst auch zusammenknoten erst, aber das geht auch so, denke ich. So. Und abschneiden mit dem scharfen Messer. Passt. Und dann haben wir hier schön eingestrumpft. Jo, alles schön eingestrumpft. Ne? Das zieht sich ja noch ein bisschen zusammen. Sinn und Zweck ist natürlich nicht nur die Optik oder so. Oder überhaupt nicht die Optik von dem Netz. Sondern es zieht sich zusammen, behält seine Form. Kriegt einen Pressdruck während der ganzen Zeit, es pökelt, jo, was ich so mitgekriegt habe, besser durch, es brennt besser durch und ja, es wird auch mürbe, das Fleisch, durch den ständigen Druck. Jo, geht's weiter mit der Wildschweinkeule, die werden auch eingestrumpft. So, und hier sind die nassgepökelte Wildschweinkeule, die 3 Brocken, da habe ich mir hier einfach von unserer Hundefutterdose. Ja, der Deckel mit so einem Deckelöffner ohne Rand aufgeschnitten. Auf der anderen Seite ganz normal. Natürlich schön gründlich gewaschen alles. Ja. Und hier ein Strumpf drüber gezogen, Kaliber 18, hat schon gesagt gehabt. Ne? 18er Masche weiter. Jo, die ganze Geschichte umdrehen. Hier unten haben wir schon ein bisschen Netz zusammengebunden. Und da kommt jetzt hier so ein Teil neu und ein bisschen schütteln und ein bisschen ziehen. Na, da hat es festgeklebt. So. Da ist noch Klebe an der Dutt, das ist scheiße. Naja, gut. So.
Und auch wieder abschneiden. Ja, und schon ist der Schinken auch schön im Netz, ne? Das mache ich jetzt mal mit den anderen nach. Also hier gerade wieder, das Blöd hier mit dem Kleber, habe ich nicht drauf aufgepasst. Hier ist noch Kleber an der Dose, egal. So, nächste neu. Ja, der geht ziemlich pressneu, das passt schon so. Und dann ein bisschen geschüttelt und gerührt. Zack. Ja, die Messer sind scharf, glaubt mir es, aber der Gummi zu schneiden von dem Netz, ja, ihr seht, der letzte hängt mehr. Ist es nicht geil? Ja, ihr könnt auch anschließend noch ein bisschen hier dran rumdrücken. Und der nächste. So, die einen habe ich schon, ich habe es ganz vergessen zu filmen. Taschgefädel, würde ich sagen, habe ich schon. Ja, hier so Spicknadel gekauft, endlich mal gescheide. Das andere, das war so ein klar Ding hier, da habe ich mir immer wehgetan. Ja, und hier die Waschkottel, ne? Einfach drin lassen, ein bisschen rausziehen, die Schinken nehmen, einmal da stechen. Das geht so easy mit dem Teil. Schnur raus, zurück, abschneiden, Knoten neu. Es ist vollbracht. Alle eingestrumpft und mit so zum Aufhängen versehen. Hab mir hier neulich mal so Esshaken gekauft, ohne Spitze. Ja, die werden auch ein bisschen gespült. Und dann werden die Dinger zum Trocknen bzw. Taschbrenner aufgehängt.